Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es endlich ein lang ersehntes Video und zwar das Kopfbauvideo zu Darkseid. Endlich ist es soweit. Lange hat es ja jetzt gedauert. Ich habe ja vorher noch meine Lieblingsköpfe für Darkseid und sowas vorgestellt. Aber heute kommt tatsächlich das Video, wie ich denn die Köpfe baue. Wie ihr schon seht, stehen hier auf dem Tisch mehrere verschiedene Köpfe. Ich werde euch mal zwei davon zeigen. Ich denke, nach zwei habt ihr schon das Prinzip verstanden und könnt das dann auf jegliche andere Köpfe übertragen. Ich benutze einfach hier so ein Stäbchen zum Kopfbauen. Das könnt ihr natürlich benutzen, was auch immer ihr möchtet. So, als erstes zeige ich euch mal, was ich hier so für Köpfe am Start habe. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns von meinem Lieblingskopf, oder sagen wir von meinem wenigsten Lieblingskopf für Darkseid, nach oben durch. Ja? Ich räume die mal ein bisschen zur Seite. Also der Kopf, in dem ich am wenigsten Darkseid rauche, das ist der hier, der KS Apo. Ich denke, jeder von euch kennt den. Und für viele, viele Tabaksorten ist der auch unglaublich gut. Allerdings ist es nicht mein Lieblingskopf für Darkseid. Ja? Aber er funktioniert auf jeden Fall und man kann das machen. Warum ich den mit reingenommen habe, den würde ich euch auch auf jeden Fall ganz gerne zeigen, wie ich den baue, ist der einfache Grund, weil den wahrscheinlich fast jeder daheim haben wird. Also wenn ihr irgendeinen Mehrlochkopf daheim habt, dann wahrscheinlich alle den hier. Deswegen nehme ich den mit rein, deswegen zeige ich euch, wie ich hier drinnen den Darkseid baue. Aber es wäre auf jeden Fall nicht meine erste Wahl. Dazwischen muss ich noch kurz sagen, den hier habe ich noch relativ neu. Den werde ich jetzt erstmal noch ordentlich für euch testen. Aber was wir auch dabei haben, ist der hier. Und wie ihr oben an der Kante seht, den habe ich auf jeden Fall schon häufiger geraucht. Auch ein sehr, sehr guter Kopf. Was mir bei dem, vor allem im Vergleich zum Vuskurims ja hier aufgefallen ist, selbst wenn ich gleich gebaut habe, war der Vuskurims ja deutlich, deutlich angenehmer als der Upgrade-Form. Der Upgrade-Form war intensiver vom Nikotin und der Vuskurims ja deutlich milder. Geschmeckt und funktioniert haben beide. Aber das sind so die Unterschiede, ne? Wenn ihr so ein krass intensives Setup mögt, dann wäre der wahrscheinlich besser für euch. Wenn ihr aber sagt, nee, ich mag es eher mild und sehr, sehr einfach zu rauchen und relativ leicht. Also der ist einfach so unglaublich angenehm. Wenn man da drinnen Darkseid raucht, es wirkt fast nicht krasser. Also man merkt natürlich schon, dass es mehr Nikotin ist, aber er drückt nicht, er kratzt nicht. Er läuft in diesem Kopf hier mit Abstand am aller angenehmsten von allem, was ich bis jetzt probiert habe. Von allen Setups, die ich hatte mit Darkseid. Ich sehe auch gerade so ein bisschen feucht hier. Hätte man ein bisschen besser abtrocknen können, den Kollegen. Ja, und der letzte Kopf, den kennen bestimmt auch viele von euch, das ist der hier, der Solaris. Ne? Also ich denke, den habt ihr bestimmt auch alle schon mal irgendwo gesehen oder vielleicht habt ihr den sogar daheim. Was ich hier auch noch dabei liegen habe, sind diese kleinen Einlegsiebe. Ne? Die kennt ihr ja von mir schon, die benutze ich ja echt ganz gerne. Für den Solaris würde ich jetzt meistens noch ein flaches nehmen, das ist sieht man das in der Kamera? Also ganz leicht, ne? Also es ist halt so ein kleines bisschen gebogen habe ich das, ne? Einfach hier mit dem Finger so in die Mitte und dann so ein bisschen biegen. So habe ich das gemacht. Und das packe ich dann auch immer damit rein. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem KS Apo an und bauen den Apo ohne Sieb und bauen dann mein absolutes Lieblingssetup danach. Auch beim Apo könntet ihr natürlich, guck mal, wie tief das da reingeht, ne? Da seht ihr, wie groß die Löcher sind. Auch beim Apo könntet ihr natürlich hier so ein Einlegsieb nehmen. Ist ganz praktisch, aber ich will es euch einmal ohne zeigen und danach einmal mit. Ich habe hier schon meinen Darkseid am Start. Ich zeige euch den nochmal. Hier ist mein Darkseid, der Lemon Blast. Einer meiner Lieblingstabaksorten auf jeden Fall von Darkseid. Schmeckt einfach unglaublich lecker. Ihr seht hier schon die Farbe. Ich zeige euch mal nur den Tabak. Na, ihr seht hier schon die Farbe. Schöner, schwarzer, aber extremst nasser Tabak. Ja, wir schnappen uns mal den Apo. Platziere den mal so, dass ihr den schön sehen könnt. Und was ich dann einfach mache, in meiner Tupperbox bewege ich einfach den Tabak hier zu so einer Ecke hin. Ne? Also ganz locker. Ich drücke den nicht, ich verteile da nicht großartig was, ich rühre ihn vorher einmal um. Und dann schiebe ich ihn einfach hier so ein bisschen in die Ecke, sodass er da locker liegt. Und dann gehe ich an meinen Kopf und alles, was ich mache, ist hier so einzelne Flöckchen rüberschnicken. Und was ihr bei Darkseid auf jeden Fall beachten müsst, ist, dass der Tabak ganz, ganz locker im Kopf liegt. Also es ist bei keinem anderen Tabak so wichtig, super locker zu bauen wie bei Darkseid. Die Luft muss da wirklich unglaublich gut durchzirkulieren können, durch den Kopf. Und so hat das bei mir dann immer hervorragend geklappt.
So, ich habe dann immer ein bisschen was reingepackt und dann versuche ich möglichst wenig jetzt anzudrücken, während ich hier was verteile, sondern versuche das wirklich einfach nur so ein bisschen in die richtige Richtung fallen zu lassen. Ne? Also ich versuche das fast gar nicht anzudrücken, wenn es geht, und lasse das dann nur so ein bisschen in die richtige Richtung fallen. So, jetzt sehe ich schon hier, da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Tabak, und ihr seht es hier. Und hier fehlt natürlich auch noch ein bisschen Tabak. Ne? Da haben wir eben ein bisschen zu wenig in den Kopf rein. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachlegen. Wir schnappen uns also mal die Seiten. Das wäre dann die hinten. So, da noch ein bisschen Tabak hin. Versuchen den dann noch so hinfallen zu lassen und ihn nicht zu krass zu verteilen, aber auf jeden Fall ein bisschen zu verteilen. Und Leute, normal geht das Ganze natürlich deutlich schneller. Ne? Ich gebe mir jetzt hier größte Mühe, dass das halbwegs gescheit aussieht fürs Video. Normal klatsche ich das da mehr so ein bisschen rein. Verteile das so ein bisschen durch die Gegend, aber jetzt will ich ja wirklich, dass es ein Vorzeigebeispiel wird. Ne? Deswegen gebe ich mir hier sehr, sehr viel Mühe. So, und ihr wollt auf jeden Fall, dass keine Stückchen nach oben abgucken oder so, falls irgendwo so Plättchen rausgucken, wie zum Beispiel das hier. Wenn das jetzt noch ein bisschen höher wäre, könnte das echt eine Gefahr werden. Da gehe ich dann doch mal hin und drücke das so ein kleines bisschen an, sodass es dann nicht gegen die Smokebox kommt. So, hier hinten in die Ecke muss noch ein bisschen was. Und dann haben wir eigentlich auch schon alle Seiten. So, ne, da ist wieder so ein Ding, das ein bisschen absteht, das steht ein bisschen ab. Und das steht natürlich immer so ein bisschen im Widerspruch. So, du willst natürlich nicht, dass hier einzelne Blätter abstehen. Ich sage aber auch, du sollst nicht andrücken. Aber da müsst ihr halt einfach genau die Mitte finden, ne? Aber so, finde ich, sieht das schon sehr, sehr gut aus für einen Darkside-Kopfbau. Und da eine Smokebox drauf. Da sollte dann auch, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen rumdrehe. Ja, ist unten keinerlei Molasse frisch dran gekommen, ne? Also da war nichts dran. So sollte das auf jeden Fall sein. So wird das auch auf jeden Fall gut funktionieren. So, ich packe den Tabak mal wieder zurück. Jetzt muss ich nachher natürlich den Kopf sauber machen. Das ist sehr ungünstig. Und dann kommen wir nochmal zu meinem Lieblingskopf für Darkseid, der Vuskurimsia. Bevor die Leute jetzt alle die Kommentare zuschreiben, wo bekommt man den Kopf? Es gab ihn eine Zeit lang bei Ocean, da ist er aber im Moment wieder ausverkauft. Vielleicht gibt es auch schon wieder welche. Ich weiß es nicht. Ihr müsst einfach mal googeln. Ich habe da auch keine Übersicht oder unmenschlichen Einsichten, wo als nächstes wieder einen Kopf zu kaufen gibt. Da schreiben immer ganz viele Leute so: Ah, wo kann ich das kaufen? Wo kann ich das kaufen? Ich so: Leute, ich bin doch keine Suchmaschine, ich weiß es nicht. Wenn ich was kaufen will, dann muss ich das genauso googeln. Also, diesmal mit Einlegsieb. Wir machen es wieder ganz genauso. Wir schnicken den Tabak hier vorne an die Kante und lassen den dann da einfach so ganz leicht reinfallen und versuchen das hier möglichst schön einzeln zu haben. Also alles schön aufgelockert, dann darüber zu schnicken in den Kopf. Und dann fangen wir wieder an, das so ein kleines bisschen in die richtige Richtung fallen zu lassen, aber versuchen auch wieder nicht anzudrücken. Das Ganze ist im Vuskurims ja ein bisschen schwieriger, vor allem wenn ihr mit Sieb baut, weil ihr natürlich deutlich weniger Spielraum habt. So, hier fehlt noch ein kleines bisschen was, aber wir müssen dann auch noch ein bisschen was machen, weil das ist definitiv zu hoch, so wie das hier aussieht. So, also hier noch ein kleines bisschen Tabak hin. Und wenn ihr da jetzt eine Smokebox draufpacken würdet, ne, auch wenn es bis jetzt sehr, sehr fluffig ist, würde das trotzdem easy dazu führen, dass dann was an der Smokebox hängen würde. Das heißt, wir müssen in der Tat doch so ein kleines bisschen dafür sorgen, dass der Tabak weiter runterkommt. Also ich bringe jetzt wirklich nicht viel Kraft auf, ne? Das ist wirklich ganz, ganz leichte Arbeit, die ich hier bringe. Wirklich nur so ganz, ganz leichtes Zurechtdrücken. Ich würde es gar nicht mal andrücken nennen. Also klar drücke ich das so ein bisschen runter, ne? Aber es ist wirklich eher so ein, ja, ich drücke das so in die Lücken. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich versuche zu drücken, ohne viel zu drücken. Ne? Ihr versteht schon, was ich meine. So, und dann sieht das doch auch hier drinne sehr, sehr gut aus. Ich finde, es sieht schön gleichmäßig aus. Ich zeige euch das nochmal ein bisschen näher. Na, so sieht das Ganze dann aus. Schön gleichmäßig. Ihr seht schon, da ist noch ein bisschen Abstand. Nicht viel, aber ein kleines bisschen Abstand ist noch. Und auch da sollte, wenn wir da mal so drüber gehen, hier unten kein Tabak oder keine Molasse dranhängen. Also so wäre das Ganze optimal. Wenn ich den Kopf hier jetzt jemandem geben würde, der vielleicht nicht so oft Darkseid raucht oder nicht so oft schwarzen Tabak raucht, dann solltet ihr das trotzdem überleben. Ja, Leute, so viel zu meinem relativ entspannten Darkseid-Kopfbau-Ründchen hier. Ich hoffe, das Video kann dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Falls das so sein sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.
eure Shisha-WG.